weiß nicht, was passiert ist. Ich sollte sie zu den Fireflies bringen und dann gehen. Wir haben zusammen das halbe Land durchquert. Sie suchte nach einer Bedeutung für ihre Immunität. Irgendwann habe ich selbst an diese Heilung geglaubt. Vielleicht wollte ich sie nicht hängen lassen. Dann kamen wir an. Bei den Fireflies. Durch sie hätten sie tatsächlich ein Heilmittel entwickelt. Aber dabei wäre sie gestorben. Gütiger Gott! Doktor? Was machst du hier drin? Du kannst sie nicht mitnehmen. Es geht um die Zukunft. Denk an die Leben, die wir retten. Scheiße, Mann, Joel. Was hast du gemacht? Sie gerettet. Ich bring dich raus, Kleine. Ich hab dich. Ich hab dich. Sicher die Ausgänge. Lass sie nicht entkommen. Verdammt. Das ist... wirklich krass. Wie viel weiß Ellie? Sie glaubt, es waren nur Tests und ihre Immunität bedeutet nichts. Das hat sie geglaubt? Hat es so hingenommen. Wir sollten zurück.
los. Schon okay, ich mach das. Geh schon. Sicher? Ja. Okay. Was wir vorhin besprochen haben. Ich hätte es wohl genauso gemacht. Ich nehm's mit ins Grab, wenn's sein muss. Bis später, Tommy. Hallo? Ellie? Scheiße. Mann, hast du mich gerade erschreckt. Ich hab geklopft, aber... Hey. Hey. Was ist denn, Joel? Ich schau noch mal rein. Die Leute... Sie reden davon, wie beeindruckt sie sind von dir und... Und wie gut du... Hier hilfst. Ist doch schön. Ja. Tommy und ich sind neulich ausgeritten. Und er... erzählte einen Witz und ich dachte an dich. Oh Mist, ich hab's vergessen. Irgendwas mit einer Uhr. Was ist der... Joel, es ist ziemlich spät. Und ich muss in ein paar Stunden aufstehen. Ja, ich weiß. Ich lass dich gleich in Ruhe. Ich wollte nur... Ich will dir etwas zeigen. Gib mir nur eine Sekunde. Was ist das? Manche nennen das hier Gitarre. Lustig. Soll ich was spielen? Okay. Okay. Versprich mir, dass du nicht lachst. Werde ich nicht. Ehrlich. Ich verlasse mich drauf. Make this man of me. Oh,
So, das war's. Naja, gar nicht mal so übel. Na, das ist doch schon was. Sie gehört dir. Nein, 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 ich hab doch keine Ahnung. Ich hab versprochen, es dir beizubringen. Hast du. Na, was sagst du? Morgen Abend? Erste Stunde? Okay. 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 Weißt du den Witz wieder? Warum sollte man keine Uhr essen? Es verschlingt Zeit. Das ist dämlich. Träum schön. Hey. Morgen. Sorry, ich hab total verschlafen. Gib mir eine Minute, ich zieh mich schnell an. War wohl noch ganz schön was los, als ich weg war. Ich. Sie hat mich geküsst. Das war einfach nur typisch, Dina. Es hatte nichts zu bedeuten. Ich meinte eigentlich deinen Streit mit Seth. Warte. Du und Dina? Oh. Ich dachte, dass... Wir sind eine Woche getrennt und du machst dich an sie ran? Nein. Sie wollte dich bestimmt nur eifersüchtig machen. Ich hab nicht... Ich würde echt nie... Oh, fuck, ist das peinlich. Ich zieh dich nur auf, Mann. Es ist mir egal. Zieh dich an. Oh, du bist so ein Idiot. Schon eine schräge Nummer von dir. Oh. Hab dein Zeug zusammen, wir sind schon spät dran. Riecht okay. So müde. Okay.
Hey, ist Joel wach? Im Norden wurden die Zelte gesichtet. Maria, ihn und Tommy früh losgeschickt. Oh, scheiße. Ja, du hast bestimmt nicht lange geschlafen. Jedenfalls nicht so lange wie du. Klappe. Wollte gerade aufstehen. Wirklich. Hast du alles? Ja. Pass auf, du bist heute Morgen das Stadtgespräch. Was? Hab ich das richtig verstanden? Du hast Dina geküsst. Sie hat mich geküsst. Und deshalb nannte Seth dich was nicht so Nettes. Yep. Hat Joel ihn geschlagen? Ja, geschubst. Und dann warst du sauer auf Joel. Den Teil raff ich nicht. War eine schräge Nacht, Mann. Klingt aufregend. Hey, Jesse. Hey. Hey. Hey, also, alles okay bei uns? Bei dir und mir? Ja, natürlich. Das mit Dina ist vorbei. Ich weiß, ich will nur nicht, dass du denkst... Ellie, alles cool. Versprochen. Danke. Hey, hey, mein Alter. Ja, lass dich kraulen. Hey, Jesse. Oh, hi. Willst du was frühstücken? Nein. Wo ist Maria? Hin. Entschuldigung. Ellie, komm bitte mal her. Seth möchte dir etwas sagen. Ich will nicht hören, was dieser Heuchler zu sagen hat. Tu es für mich. Bitte. Na schön. Seth. Seth, komm her. Scheiße. Hey. Okay. Letzte Nacht habe ich... Ich habe zu viel getrunken. Klar. Ich versuche mich zu entschuldigen. Maria hat gesagt, dass du mit Dina losziehst. Ich habe hier ein paar Sandwiches. Okay. Mit Steak. Danke, Seth. Ja, also... Passt auf euch auf. Yep. Ich weiß das zu schätzen. Was hast du da? Heuchler-Sandwiches. Riecht gut. Gehören dir. Sicher? Sicher. Ich bringe euch raus. Okay. Wenn du rausgehst, möchte ich, dass du Tommy und Joel ablöst. Die Jungs sind schon viel zu lange da oben. Wo treffe ich sie? Geh zum Posten im Nordwesten, da sollten sie heute noch hinkommen. Sei vorsichtig. In letzter Zeit wurden sehr viele Infizierte gesichtet. Na klar. Ich wollte mir die Bachpfade vornehmen. Das müsste dann niemand anders übernehmen. Early, kennst du die Bachpfade? Nicht gut. Dina war schon oft dort. Dann übernehmt ihr beide das. Das wäre geklärt. Early. Hast du kurz Zeit für mich? Was ist? Ich weiß nicht, was mit dir und Joel los ist. Maria. Du bist ihm sehr wichtig. Und er wollte bestimmt nicht das. Alles okay. Ja? Ja. Okay. Okay. Dann entschuldige. Pass auf.
Mach ich. Hey, Dina, es gibt Arbeit. Gib mir eine Minute. Bringst du deine Freundin bitte zu den Stellen? Oh, mein Gott. Hey, Dina. Können wir reden? Hey, Leute, ich bin raus. Och, Mann, wie lange? Puh. Hey. Tut mir leid, dass ich gestern einfach abgehauen bin. Oh, kein Problem. Ich verstehe das. Ich fühle mich nur mies. Warum? Na, weil ich schuld an dem Ganzen war und ich hätte dich nicht einfach vor allen Leuten küssen sollen. Und du warst betrunken, schon okay? Trotzdem, ich will nicht, dass du denkst. Nein, ich interpretiere da nichts rein, also. Weißt du, was ich an dir liebe? Dass du mich immer ausreden lässt. Okay, wir sollten wohl langsam los. Au! Was soll das? Ich spiele doch nicht mehr mit! Weil du feige bist? Feigling! Ich hasse ihn so sehr. Machen wir sie fertig? Ja, gerne. Ihr wolltet es so? Lauf lieber, ihr kleinen Scheißer! Oh, Scheiße! Entdeckung! Los, los! Ah. Oh, Treffer! Wir machen euch alle, ihr Verlierer! Ah. Oh. Ja, lauf lieber! Lauf lieber! Gefällt dir das? Au! Oh. Der wirft ganz schön hart! Oh, verdammt! Das Schneezwerg! Komm gleich rüber und zeig's dir, aber echt! Ach ja? Ich seh dich! Au! Ich weiß, wo du wohnst, Alex! Oh, versteck dich lieber! Da hast du! Ich seh dich! Du glaubst, ich krieg's nicht? Au! Woher kannst du das? Au! Schau mal! So angelandet! Unfair! Na, wie war das? Hey! Ihr noch mehr? Oh. Auzi! Damit kommt ihr nicht davon! Und der von Ehemann! Okay, na los, wir haben noch Arbeit vor uns. Na los. Oh Mann! Bin wohl selber schuld, was? Yep. Gehen wir. Also, Jesse will, dass wir die Bachpfade nehmen. Er löst Joel und Tommy ab. Oh, schön, dass er uns losgeschickt hat. Mir wird die Strecke gefallen. Guten Morgen. Morgen. Hey, Ladies, ich bring Sie rein. Danke. Das Mädchen. Schau, wer da kommt. Danke. Na los. Okay. Hey, Schimmer. Ah, sieh an, wen haben wir denn da? Ja. Einmal für dich. Einmal für dich. Öffne das Tor. Ganz ruhig, Kinder. Okay. Ihr wisst, wie es läuft. Den Routen folgen, Logbuch führen, alle Infizierten töten. Wenn ihr irgendwas nicht alleine schafft, kommt zurück. Spielt nicht den Helden. Okay.
Dann mal los. Hey. Was hast du geträumt? Hab ich geredet? Du hast wieder mit den Zähnen geknirscht. Wo warst du? Hol dein Zeug. Ich will dir was zeigen. Was? Vertrau mir. Na los, hier lang. Willst du echt nicht warten, bis die Sonne rauskommt und es wärmer ist? Nein, kann's kaum erwarten. Kannst du es mir nicht einfach sagen? Du musst es sehen. Warum wanderst du ganz alleine hier draußen herum? Ich war unruhig. Du auch? Kommt mir vor, als wird's weiter nach Süden immer schöner. Willst du weiterfahren? Den ganzen Weg bis nach Mexiko? Ich hab drüber nachgedacht. Wir könnten Mannys Heimat sehen. Ja, ich glaube nicht, dass sie seinen Geschichten gerecht wird. Ja, gut, vermutlich nicht. Das hast du alles im Dunkeln gemacht? Ja. Na komm schon. Wenn wir so weitermachen, sind wir für den Trip nachher zu müde. So weit ist es nicht. Hey, ist Mal okay? Sie ist in letzter Zeit so durch den Wind. Sie kommt schon klar. Sei nicht so komisch, du machst mir Angst. Ich bin ganz normal. Willst du dich von Mel trennen? Was? Nein. Hättest du wohl gern. Ich hatte genug. Danke. Anlauf nehmen, damit das klappt. Wenn du das kannst, kann ich das auch. Autsch. Nicht jeder ist so anmutig wie du. Ist doch klar. Was ist das? Du kriegst das hin. Das ist zu hoch. Na los. Shit. Hey, sieh mich an. Abby. Nicht runtersehen. Owen, müssen wir hier lang zurück? Nimm es als Gelegenheit, dich deinen Ängsten zu stellen. Wie wär's, wenn ich dir in den Arsch trete? Abby, hör auf zu flirten.
ist das? Wir sind da. Großer Gott. Eine verdammte Stadt. Ja. Hast du schon jemandem erzählt? Du solltest es zuerst sehen. Sie patrouillieren von der Stadt zum Außenposten. Da drüben. Dazwischen gibt's noch mehr Posten. Sie haben Strom, Waffen. Es sind viele Leute. Wir kriegen das schon hin. Okay. Und wenn er da drin ist, wie kommen wir zu ihm? Wir fangen eine Patrouille ab, fragen nach ihm und dann... Ich weiß nicht. Können wir ihn vielleicht irgendwie rauslocken? Ja, okay. Wir geben uns bestimmt gern alle Informationen. Dann zwingen wir sie eben. Hörst du dir eigentlich zu? Hast du eine bessere Idee? Was ist denn los mit dir? Alles schwanger. Oh. Okay. Aber es ist nicht nur das. Sollte ich gratulieren? Wenn die anderen das sehen, werden sie umkehren wollen. Wir überzeugen sie. Stimmt's? War klar, dass ich nicht auf dich zählen kann. Abby, ich will, was du willst. Aber nicht um jeden Preis. Hey. Hör auf! Wir sehen uns in der Lodge. Lebst du noch? Los.
Von hier sehe ich nichts. Wie komme ich jetzt heraus? Nicht mehr weit sein.
Wo ist die Patrouille?